Ich grüße dich zu den Neuigkeiten hier im 365 Tage Wunder Podcast. Erkenne, dass du das Wunder bist. Teil 2 aus dem Übungsbuch Ein Kurs in Wundern, der 6. Abschnitt: Was ist der Christus? Christus ist Gottes Sohn, wie er ihn schuf. Er ist das Selbst, welches wir miteinander teilen und das uns miteinander eint und auch mit Gott. Er ist der Gedanke, der nach wie vor im Geist wohnt, der seine Quelle ist. Er hat sein heiliges Zuhause nicht verlassen, noch hat er die Unschuld verloren, in welcher er erschaffen wurde. Er weilt unverändert und für immer im Geist Gottes. Christus ist das Bindeglied, das dich eins mit Gott erhält und dafür birgt, dass die Trennung nicht mehr als eine Illusion der Verzweiflung ist, denn Hoffnung wird für immer in ihm weilen. Dein Geist ist Teil des Seinen und der Seine Teil des Seinen. Er ist der Teil, in dem die Antwort Gottes liegt, wo sämtliche Entscheidungen bereits getroffen und Träume vorbei sind. Er bleibt von allem unberührt, was die Augen des Körpers wahrnehmen. Denn obwohl sein Vater die Mittel für deine Erlösung in ihn gelegt hat, bleibt er dennoch das Selbst, das, was sein Vater keine Sünde kennt. Als Heim des Heiligen Geistes und in Gott allein zu Hause bleibt Christus in Frieden im Himmel deines Heiligen Geistes. Das ist der einzige Teil von dir, der in Wahrheit Wirklichkeit besitzt. Der Rest sind Träume. Doch werden diese Träume Christus übergeben werden, um vor seiner Herrlichkeit zu verblassen und dir endlich dein heiliges Selbst, den Christus, zu offenbaren. Der Heilige Geist reicht aus dem Christus in dir in alle deine Träume und heißt sie, zu ihm zu kommen, um in die Wahrheit übersetzt zu werden. Er wird sie gegen jenen letzten Traum austauschen, den Gott als Ende der Träume bestimmt hat. Denn wenn Vergebung auf der Welt ruht und Friede zu jedem Gottessohn gekommen ist, was könnte es noch geben, um die Dinge weiterhin getrennt zu halten? Denn was bleibt dann zu sehen außer Christi Antlitz? Und wie lange wird dieses heilige Antlitz gesehen werden, wenn es nur das Symbol dafür ist, dass die Zeit des Lernens nun vorbei und das Ziel der Sühne zu guter Letzt erreicht ist? So lass uns denn das Antlitz Christi zu finden suchen und auf nichts anderes schauen. Wenn wir seine Herrlichkeit erblicken, werden wir wissen, dass wir weder des Lernens noch der Wahrnehmung noch der Zeit bedürfen, noch irgendetwas außer des Heiligen Selbst, des Christus, den Gott als seinen Sohn erschaffen hat. Lektion 274 aus dem Übungsbuch Ein Kurs in Wundern. Heute gehört der Liebe. Lass mich ohne Furcht sein. Vater, heute möchte ich alle Dinge so sein lassen, wie du sie erschaffen hast, und deinem Sohn die Ehre geben, die seiner Sündenlosigkeit gebührt, die Liebe eines Bruders zu seinem Bruder und zu seinem Freund. Dadurch werde ich erlöst. Dadurch wird auch die Wahrheit dort einkehren, wo Illusionen waren. Licht wird aller Dunkelheit ersetzen, und dein Sohn wird erkennen, dass er so ist, wie du ihn schufst. Ein besonderer Segen kommt heute zu uns, von ihm, der unser Vater ist. Gib ihm diesen Tag, und es wird heute keine Furcht geben, weil der Tag der Liebe hingegeben ist.